So-Programm gemacht. Heute Mittag Braugäste dreschen. Freitagmorgen 6 Uhr in Lissach kann ich die abgeben. Die IG Mittellandmalz nimmt dort die Braugerste an. Oder die wird dort gesammelt. Dann Freitag werden dann meine Eiweißerbsen gedroschen. Und Samstag kann ich die dann nach Winigen in die Genossenschaft bringen. Dort abgeben. Wunderbar. Freut mich, wenn es da rund läuft. Regen ist ja nicht gekommen. Darum kann jetzt da gedroschen werden. Wunderbar. Ja, auf unserem Blumenfeld blühen die Sonnenblumen und die Bienen sind da fleißig in den Sonnenblumen. Gerste, die auf meinem Betrieb geerntet wurde, nach Hause führen. Gefällt mir. Ja, ich tippe da Gewicht 6 Tonnen. Braugerste hat der Bauerhause geerntet. Wie viel Bier kann man da wohl machen mit Hilfe dieser Braugerste? 6 Tonnen. Auf 120 Ahren gibt einen Ertrag von vielleicht 5 Tonnen die Hektare. Ja, ich habe Freude. Diese Braugerste. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel gibt. Die war so dünn, nur 1 Kilogramm Ammonsalpeter Düngung durchgegeben. Und hat trotzdem vielleicht um die 5 Tonnen die Hektare gebracht. Läuft da noch 8:30 beim Bauerhause wird jetzt am Abend gearbeitet. Ja, ich spritze da noch meine Zuckerrüben mit einer reinen Blattdüngung, weil auch die nicht so recht vom Fleck wollen. Ohne Fungizidzusatz spritze ich da Portrack, Mantrack, Epsomicrotop, ja, noch ein anderes Lebensstoff. Weiß ich nicht mehr. Mit dieser Düngung probiere ich, dass die Pflanze
Nährstoffe über das Blatt aufnehmen kann und damit nachher wieder bessere Wurzel bilden kann. Ich denke, sie hat Mühe, die Nährstoffe da aus dem Boden zu nehmen. Darum wird auch das Wachstum gehemmt. Jawohl. Tank leer. Spülen. Sauge ich da Wasser rein vom Fischwassertank. So, spanische Nächte. Ha. Ein Bauer auf dem Zuckerrübenfeld. Ein Bauerhaus. Also, es ist da wieder mal 9:30. Bauerhaus macht Feierabend. Good night, YouTuber. See you tomorrow. Maybe.